Ja, hallo Münster. Ja, hallo Katrin. Wir freuen uns, dass du das noch geschafft hast. Also du warst ja total im Terminstress und hast dir ein bisschen was für uns abgezwackt. Das finde ich total toll. Ja, mit dir wollte ich einfach mal das Gesundheitswesen, das CETA, in Angriff nehmen. Also da rollt ja auch einiges auf uns zu. Ja, das Problem bei diesen Freihandelsabkommen, genannten Investitionsschutzabkommen, ist, dass sie Privatisierung und Markt und Wettbewerb in allen Bereichen festschreiben. Das heißt, dass auch unser solidarisch finanziertes Gesundheitswesen mit unseren Krankenkassen, die keine Kunden, sondern Mitglieder haben, denen also eigentlich der ganze Laden gehört, dass das in Frage gestellt sein könnte. Und dass den Krankenhauskonzernen, auch den internationalen Krankenhauskonzernen, ein neuer Markt für neue Privatisierungsschübe eröffnet werden kann. Aber das CETA, also das Investitionsschutz- und Industrieschutzabkommen mit Kanada, bedroht nicht nur unsere Gesundheitsversorgung, sondern in Kanada gibt es inzwischen auch ernstzunehmenden Widerstand und Protest dagegen, weil nämlich, was wenige Leute wissen, die EU-europäischen Regeln für Patentschutz viel weitergehend sind, was bedeutet, dass neue Arzneimittel, die patentgeschützt sind und viel, viel teurer sind als solche, die kein Patent haben, dass die bei uns in der Regel 2 Jahre länger geschützt sind vor der Konkurrenz durch Nachahmerpräparate. Und in Kanada haben jetzt Wissenschaftler ausgerechnet, dass das kanadische Gesundheitswesen, was auch ein öffentliches ist, das öffentliche kanadische Gesundheitswesen davon bedroht ist, dass wenn CETA kommt, die europäischen Arzneimittelkonzerne die gleichen Regeln dort anwenden können wie bei uns. Und das würde 850 bis 1,6 Milliarden kanadische Dollar jährlich an höheren Arzneimittelausgaben für das kanadische Gesundheitswesen bedeuten. Für die Menschen dort bedeutet das, dass sie entweder mehr zuzahlen müssen oder dass sie über höhere Steuern und Versicherungsbeiträge da wieder zur Kasse gebeten werden. Das heißt, auch für die Menschen auf der anderen Seite des Atlantiks sind diese Abkommen nicht unbedingt ein Gewinn. Ja, das ist ja nicht nur das Einzige. Es geht ja auch um die großen Gesundheitskonzerne. Wir haben ja Gott sei Dank hier in Münster noch nicht das Problem, dass unsere Kliniken hier absolut privatisiert sind. Aber wenn ich da an die Helios-Gruppe zum Beispiel denke, da rollt ja einiges auf uns zu. Ja, wir erleben in den letzten ungefähr 20 Jahren, seitdem die Krankenhausfinanzierungsregeln hier in Deutschland ermöglichen, dass man eben mit Krankenhäusern auch Gewinn erwirtschaften kann, eine Privatisierungswelle in dem Bereich. Die Sauberkeit hat Vorrang. Ja, und der Kollege, der da vorne sitzt, sein Arbeitsplatz ist ja eventuell auch bedroht. Muss man ganz eindeutig sagen. Ja. Wir haben, fangen noch mal von vorne an mit dem Satz. Wir haben in den letzten 15, 20 Jahren hier in Deutschland schon eine ziemlich heftige Privatisierungswelle erlebt, seitdem das Finanzierungssystem unserer Krankenhäuser so umgestellt worden ist, dass man damit jetzt auch Gewinn erwirtschaften kann. Und das ist natürlich so, dass, die Konzerne vom nordamerikanischen Kontinent, dass sie großes Interesse haben, in diesen Markt noch sehr viel stärker einzudringen, als das jetzt schon passiert ist. Was ist die Gefahr dabei? Ich meine, man könnte ja sagen, mir ist doch egal, wem das Krankenhaus gehört, indem ich meine Krankheit auskuriere, weil letzten Endes kommt es mir ja nur darauf an, dass sie mich wieder gesund machen. Das ist aber ein Fehlschluss. Könnte es dann wirklich dazu führen, wie es ja heutzutage schon in diesen Kliniken ist, dass dann einfach unnütze Operationen durchgeführt werden? Ich habe ja jetzt neulich mal was gelesen in der Zeitung, zum Beispiel über künstliche Hüften. Dass es da einige Krankenhäuser gibt, die da ganz weit vorne sind und ganz, ganz viele künstliche Hüften operieren. Und so mancher Orthopäde, mancher niedergelassene Orthopäde, da die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, die Möglichkeit, Profit mit Gesundheit zu erwirtschaften, bedeutet natürlich auch, dass es immer darum geht, Leistungen auszuweiten, also mehr Operationen durchzuführen, mehr Behandlungen durchzuführen, die für sozusagen mit weniger
Pflegekräften durchzuführen. Das geht zulasten der Patientinnen und Patienten. Wir in Deutschland sind zum Beispiel das Land, was in der OECD, also in den entwickelten Industrieländern, eines derjenigen ist, wo am allermeisten Hüftgelenks- und Knieprothesen eingesetzt werden und wo am allermeisten Bandscheiben operiert werden. Alles Sachen, wo man heutzutage sagt, da sollte man doch lieber erst nochmal mit anderen, mit konventionellen Therapien, zum Beispiel mit Physiotherapie arbeiten. Wer aber schon mal versucht hat, ein Physiotherapie-Rezept oder zwei oder drei in Folge zu kriegen, weiß, dass das gar nicht so einfach ist. Ja, oder wer heutzutage auch sagt, ein Facharzt 3 Monate warten muss oder chronisch erkrankt ist, hat ja auch so seine Probleme. Man merkt also immer mehr, dass das Gesundheitssystem immer mehr gewinnorientiert arbeitet. Ja, die Profitorientierung und die Privatisierung führt zum Beispiel dazu, dass die 10 größten Klinikkonzerne in Deutschland im vergangenen Jahr nahezu 1 Milliarde Euro Gewinn gemacht haben, was die dann an ihre Eigentümer oder an ihre Aktionäre ausschütten. Diese 1 Milliarde Euro, die haben wir ja alle mit unseren Krankenversicherungsbeiträgen aufgebracht und die fehlen uns dann an anderen Stellen, wenn es zum Beispiel darum geht, dass es vor Ort keine Fachärzte mehr gibt oder dass man eben Physiotherapeutinnen und Hebammen besser bezahlt, damit die auch ihre Versicherungsbeiträge bezahlen können. Also an all diesen Stellen fehlt uns das Geld, was abfließt in die Taschen von Aktionären und eben nicht in die Versorgung der Versicherten geht. Du warst neulich auf Tour hier durch Nordrhein-Westfalen mit dem Krankenhaus. Ja, die Situation in den Krankenhäusern ist wirklich mehr als beunruhigend. Wir haben eine Anhörung im Gesundheitsausschuss des Bundestages gehabt und da haben uns Experten vorgerechnet, dass in den deutschen Krankenhäusern im Moment mindestens 100.000 Stellen für Pflegekräfte fehlen. 100.000 Vollzeitstellen, die wir eigentlich sofort besetzen müssen, um eine optimale Pflege sicherzustellen. Und das bedeutet natürlich auch eine Gefahr für die Patientinnen und Patienten. Denn wenn die Pflegekraft keine Zeit hat, sich zwischen Patient A und Patientin B ordentlich die Hände zu waschen und zu desinfizieren, ist klar, dass Krankenhauskeime überhand nehmen und dass die Menschen kränker werden, als sie eigentlich sein müssen. Ja, liegt das nicht auch daran, dass dieser Beruf, dieser Pflegeberuf immer uninteressanter wird? Also, ich muss dazu sagen, meine Schwester, die arbeitet seit über 40 Jahren hier in der Uniklinik. Ich weiß, was ich verdiene. Ich weiß, was ich früher als Reisebusfahrer verdient habe. Das war ungefähr dasselbe. Ja? Und es gibt ja ab einem gewissen Alter dann auch keine Aufstiegsmöglichkeiten mehr. Ja, das, bei den Pflegekräften, du hast das ganz richtig angesprochen. Erstens sind die Verdienste relativ niedrig. Zweitens, und ich erlebe das immer wieder, wenn ich mit Pflegekräften spreche, sagen die, mit dem niedrigen Verdienst käme ich noch klar. Ich bin auch bereit, Schichtdienst zu arbeiten, alles kein Thema. Aber was mich stört, ist, dass ich meine Freizeit gar nicht mehr ordentlich planen kann, weil ich ständig angerufen werde, dass ich einspringen muss. Mir hat mal eine Arbeitnehmervertreterin im Krankenhaus gesagt, wir reden hier gar nicht über Krankenpflege, wir reden hier über kranke Pflege. Unser Krankenstand ist so hoch, weil die Leute die Belastung einfach nicht aushalten, weil sie es auch psychisch kaum verkraften, dass sie so eine hohe Verantwortung haben, zum Beispiel im Nachtdienst 2 Stationen mit schwerkranken Patientinnen und Patienten gleichzeitig betreuen zu müssen. Das heißt, man könnte den Pflegenotstand beheben, indem man einfach wirklich mehr Personal in die Kliniken holt, das ein Gesetz macht, das dazu verpflichtet, bestimmte Personalbesetzungen zu haben. Das würde den Pflegekräften das Leben echt erleichtern. Ja, wie gesagt, bei meinem letzten Krankenhausaufenthalt im März sagte der Pfleger zu mir, nachdem ich ihn gefragt habe, weil ich die Lichter nicht erkenne, und gesagt, haben Sie sich denn den richtigen Beruf ausgewählt? Und dann hat er mir gesagt, ja, wissen Sie was? Eine ganz einfache Geschichte, das ist meine Berufung. Wenn ich das nur vom Beruf sehen würde, dann wäre ich Banker geworden. Da würde ich wenigstens ordentlich Geld verdienen. Ja, klar. Die Menschen, die sich für diesen Pflegeberuf entscheiden, die sich dafür entscheiden, für relativ wenig Geld und viel Arbeit, diese hohe Verantwortung zu übernehmen, die machen das doch aus Herzblut. Die machen das doch, weil sie Menschen helfen wollen. Und das macht sie natürlich auch, das macht es natürlich den Arbeitgebern auch leichter, sie unter Druck zu setzen. Weil die sagen, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel streikt oder auf eure Freizeit beharrt, die euch eigentlich zusteht, dann werden ja die Patienten nicht betreut. Und deswegen finde ich es wichtig, dass zum Beispiel in der Charité in Berlin
die Leute aufgestanden sind und gesagt haben, wir machen das nicht mehr mit, wir machen hier Station für Station die Stationen dicht und streiken, damit wir endlich mehr Kolleginnen und Kollegen in der Pflege bekommen, damit wir unseren Beruf wieder so ausüben können im Sinne der Patienten, wie wir das gelernt haben und wie wir das für richtig halten. Ja, und die Befürchtung ist halt, dass CETA, TTIP, TISA, diese gesamten Abkommen, diese Konzernermächtigungsabkommen, dass die wirklich dazu führen werden, dass es noch viel, viel schlimmer wird, als es jetzt schon ist. Wir sind also jetzt schon an der Kante eigentlich angelangt, wo wir, ja, wo wir das Gesundheitssystem eigentlich retten müssten, dringend. Aber wenn dann noch transnationale Konzerne kommen und nur noch auf Profitmaximierung setzen, ich glaube, dann wird es gerade in den Berufen auch noch schlimmer werden. Ich danke dir, Katrin, dass du heute hier gewesen bist. Vielen Dank für die Einladung und danke für euer Interesse. Und kommt alle mit nach Köln! Ja. Titip und CETA für einen fairen, gerechten Welthandel. Gesundheit ist keine Ware.